Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute machen wir ein Sandwich und zwar eins mit Fleisch, mit drei verschiedenen Sorten von Fleisch. Und das wird richtig, richtig gut. Freut euch drauf. Ja, die Zutaten, die wir brauchen, seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da unter dem Video, wo hier Aufklappen steht, darunter mal klicken, da steht alles für euch drin. Es sind ein paar Zutaten, aber es ist eigentlich relativ einfach gemacht. Das Wichtigste an dem Ganzen? Fleisch. Fleisch. Und zwar haben wir hier zwei schöne Roastbeef liegen. Mal gucken, wie viel wir davon mit draufpacken können. Und wir haben natürlich viel Speck. Und wir haben Schinken. Und das werden wir alles zusammen für das Sandwich verarbeiten. Und ja, wir freuen uns alle schon. Wir haben schon Hunger. Und ja, wir fangen mal an. Und zwar werden wir als Erstes die Zwiebeln klein schneiden. Ich wollte schon zum Speck greifen automatisch. Ja. Erstmal die Zwiebeln, aber den Speck, den werden wir auch direkt gleich mit vorbereiten. Weil das sind die Sachen, die können nachher nicht mehr warten. So, ich habe hier noch eine restliche Zwiebel, die werde ich natürlich mitverarbeiten. Ansonsten würde wahrscheinlich auch eine Gemüsezwiebel reichen. Aber besser haben als brauchen. So, und die Zwiebel schneide ich jetzt erstmal im Asia-Cut, sprich mit der Faser, dann hält sie nachher noch ein bisschen besser die Form in feine Streifchen. Das Ganze lösen wir so ein bisschen und dann können wir damit auch schon zur Pfanne gehen. Die Zwiebeln geben wir jetzt einfach in die Pfanne und braten die schon mal leicht an, die Temperatur nicht zu hoch. Und während die Zwiebeln jetzt erstmal braten etwas, werden wir unseren Speck vorbereiten, sprich etwas anrösten. Ich lege ihn jetzt einfach hier oben drauf. Ihr könnt natürlich auch eine Plansche nehmen, eine Pfanne nehmen, was auch immer. Oder eine Mikrowelle, Hauptsache ihr kriegt euren Speck etwas knusprig. Nicht so sparsam sein. So, hier oben drauf kann der Speck jetzt erstmal etwas vor sich hin braten. Wir machen den Deckel mal so lange zu. Wenn ihr jetzt seht, die Zwiebeln sind so ein bisschen glasig, geben wir schon mal etwas Pfeffer dazu. Und etwas Salz. Das sieht ein bisschen mehr aus, als es ist, weil es so relativ fein ist aus dieser Mühle. Und hier haben wir noch ein bisschen Zucker. Dann karamellisieren die Zwiebeln gleich ein wenig und kriegen tollen Geschmack. Unsere Zwiebeln sind jetzt soweit fertig. Wie gesagt, nicht komplett kaputt braten. Und die nehmen wir jetzt erstmal raus. Auch wenn die... Ach, das ist doch heiß. Verdammt. Doch noch heiß? Ja. So. Was wollte ich jetzt sagen? Nehmen wir die erstmal raus. Ja, nehmen wir die erstmal raus. Die können wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen warm stellen. Wenn sie ein bisschen abkühlen, ist auch jetzt nicht so extrem dramatisch. Den Speck haben wir inzwischen auch schon fertig. Der sieht jetzt so aus. Also es sollte auch reichen in einer Menge. Ne? Ja, für ein Sandwich ja. Ja. Unsere Steaks, Roastbeefs, schöne Steakrasse und ja, richtig gute Qualität. Sollte natürlich auf so einem Steak-Sandwich oder auf so einem Triple-Meat-Sandwich auch vernünftiges Fleisch nehmen. Merkt ihr auf jeden Fall, wenn ihr reinbeißt. Weil es lässt sich dann definitiv besser beißen als so ein jungen Bullen-Steak. Und ja, wir geben es mal auf den Grill. Maximale Temperatur, hier zumindest im rechten Bereich. Und da werden wir jetzt erstmal unsere Steaks anbraten oder angrillen. So, links ungefähr 90 Sekunden so drauf, dann wenden wir es noch einmal. Dann haben wir ein schönes Rautenmuster, wobei wir es nachher sowieso zerschneiden, das Steak. Man sieht es, glaube ich, nachher nicht mehr. Aber das Muster sieht man ja nicht mehr. Nein, aber erstmal schon, wenn man es runternimmt. Ja, dann wie gesagt die andere Seite auch nochmal. Jetzt in der Zwischenzeit können wir uns schon mal um die Soße kümmern. Die machen wir im Topf. Dazu bereiten wir uns hier erstmal ein bisschen Temperatur vor. Ich habe ganz minimal Öl reingemacht. So, und wir fangen jetzt an mit etwas Schinkenspeck. Also Schinken, kein Speck. Das sieht jetzt so aus und das werden wir als Erstes ganz leicht mit anschwitzen. Und das Ganze wird eine Käsesoße. Viele machen das ja mit
einer Mehlschwitze als Basis. Wir machen das anders, wir machen das wesentlich einfacher, aber mit Sicherheit mindestens genauso lecker, wenn nicht sogar noch besser. Dann haben wir hier unsere selbst eingelegten Jalapenos. Habe ich mal ein Video zu gemacht, falls ihr es sehen wollt. Ich verlinke euch das mal. Dann erscheint das, ich weiß nicht, ich glaube da oben in der Ecke. Ich kann gerade nicht hinzeigen. Die sind auf jeden Fall lange, lange haltbar. Und die sind auch schärfer als die gekauften, definitiv. Wir haben es schon probiert. Von daher ein bisschen vorsichtig dosieren, aber es wird schon passen. Ja, André, du hast eh kein Problem mit Schärfe. Werden wir gleich sehen. Jetzt isst er mir die Jalapenos hier weg. Mmh. So, richtig lecker. Ja, die würfeln wir jetzt klein. Mit Kern, mit allem drum und dran. So, zwischendurch das Steak mal wenden. So, dadurch, dass wir den Schinken da jetzt schon mal so ein bisschen anrösten, haben wir nachher eine Käsesoße mit einem richtig schönen Röstaroma. Also es ist eine richtig geile Sache. Hier sieht es schon ganz gut aus. Da geben wir jetzt ratzfatz auch schon unsere Flüssigkeiten dazu. Hier haben wir jetzt einen Frischkäse. Da geben wir mal so eine ganze Portion mit rein. Dann haben wir hier Cheddar-Käse und auch direkt die Jalapenos. Das lassen wir jetzt erstmal bei relativ niedriger Temperatur etwas schmelzen. So, ihr seht schon, jetzt schmilzt alles schön. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Flüssigkeit rangeben, damit es auch natürlich eine Soße wird. Und als Flüssigkeit werden wir einzig und alleine Weißwein nutzen. Was ihr für einen Wein nehmt, ist euch überlassen. Tastet euch an die richtige Menge rein. Wer keinen Wein oder keinen Alkohol möchte, kann natürlich auch tatsächlich klassische Milch nehmen. So, und so langsam haben wir auch schon die Konsistenz, die wir haben wollen. Es schmilzt noch ein bisschen, es verbindet sich noch ein bisschen, so reicht uns das noch nicht. So sind wir der Sache eigentlich schon relativ nah. Dann geben wir unsere Steaks im indirekten Bereich. Ich lege es mal nach hier oben. Thermometer rein und dann so bis 54, 55 Grad. Reicht auf jeden Fall. Dann haben wir ein schönes Medium. Und dann sind wir schon fast fertig. Dann können wir schon fast belegen. Also erstmal Deckel zu. Dann machen wir mit unserem Brot weiter, mit unserem Ciabatta. Oder dem Baguette. Ich wollte das jetzt direkt mit Butter bestreichen, habe aber festgestellt, hier es ist 0 Grad. Es ist nicht mit Butter zu bestreichen. Es ist ein bisschen hart. Darum habe ich jetzt das Schälchen mit der Butter einfach in den Grill gelegt oder gestellt. In der Zwischenzeit werden wir uns ein bisschen genehmigen. Na endlich. Ja. Ich dachte, du sagst es nie. Das hat nicht richtig geploppt. Ja, das kriege ich bestimmt. Ja, das ist, ich glaube, es dürfte relativ gleich schmecken. So, zack, so geht's. Wir sind heute zu viert und drei, die Bier trinken. Marco und Susi sind da, Susi und Marco, Entschuldigung, die heute mal dabei sind und zugucken. Und Marco? Marc. Mein Gott, ich will immer Marco sagen, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich heißt du einfach nur falsch. Komm, hol's dir ab. Na komm. So, das ist der Marc. Danke. So, Prost. 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 Ah, sie schmeckt gut. So, die Butter haben wir jetzt etwas geschmolzen. Und die verteilen wir jetzt hier auf unserem Brot. So, und damit gehen wir gleich zum Grill. Das werden wir einmal kurz anrösten, sprich von der Schnittseite.
So, obendrauf geben wir auch noch ein bisschen Butter. Kann nicht schaden. Gibt also einen prima Geschmack an das Ganze. Zieht natürlich noch so ein bisschen ein. Das Brot lege ich jetzt da unten einmal hin und röste das kurz mal an. Natürlich ein bisschen aufpassen wegen Flammenschlag und der Butter, wegen dem Fett, was runtertropft. Aber es funktioniert ganz gut. Auch hier würde sich eine Plansche gut eignen. So, die Steaks sind fertig. Legen wir mal hier hin. Sind jetzt genau das bei 54, das bei 55. Also beide perfekt. Ich würde es jetzt nicht allzu lange bei dieser Kälte hier ruhen lassen, aber ein bisschen muss natürlich sein. Aber unser Brot ist auch schon mal soweit fertig und es sieht direkt schöner aus, finde ich, von außen. Und es duftet prima nach Butter. Herrlich. Hier habe ich ein bisschen Salat. Den legen wir da drauf. Dann unseren Speck. Der gibt also auch, wenn er schon etwas abgekühlt ist, natürlich immer noch wunderbar Geschmack ab. Und dann schneiden wir unsere Steaks mal in Tranchen. Und es sieht super aus. Es lässt sich auch prima schneiden. Wir haben ein schönes Medium. So, dann können wir unser Steak hier schon mal leicht überlappend einfach drauflegen. Ja, tatsächlich ein Steak hätte schon gereicht. Aber das zweite kriegen wir auf. Da bin ich mir ziemlich guter Dinge. Aber für euch, wenn ihr es nachmacht, ein Steak für diese Größe reicht. So, die Soße müsst ihr noch einmal kurz durchrühren. Sieht also jetzt so aus und hat eine schöne Konsistenz. Einfach oben drüber. Und dann die Zwiebeln. Auch da nicht geizig sein. Das ist mal ein Sandwich. Zuklappen und fertig. Tada! Ich glaube, sieht gut aus. Sieht ganz ordentlich aus. Ja, dann müssen wir gleich nur noch mal probieren. Ja, und dann schneiden wir es mal durch. Wir mussten ein wenig warten. Wir müssen da auch noch ein Foto von machen. Jetzt ist es wahrscheinlich schon längst kalt, aber das ist das Schicksal eines jeden YouTube-Grillers oder Kochs, dass er eigentlich sein Essen immer nur lauwarm oder kalt geht. Ah, guck mal, es kommt noch ein bisschen Dampf raus. So sieht es von innen aus. Also eine prima Sache. Ich beiß einfach mal rein. Ich glaube, das gibt hier. Ja, sehen wir mal. Obwohl, es geht noch. Also man braucht tatsächlich ein bisschen, um durch den ganzen Fleischberg da durchzubeißen. Aber es ist mega. Das Fleisch, die Zwiebeln, der Bacon ist natürlich auch reichlich vorhanden. Schmeckt richtig geil. So ist einfacher. Er schmeckt richtig schön rustikal. Richtig geile Sache. Also das ist mal ein Sandwich, wenn man wirklich Hunger hat. Mega. Ja, wir werden jetzt erstmal ein bisschen essen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, probiert es mal aus. Ihr werdet, glaube ich, begeistert sein. Und ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar, Daumen hoch und natürlich den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.